würde es nur interessieren. Gegen dieses Projekt Stuttgart 21 immer noch notwendig ist. Mein Name ist Eberhard Böck, ich führe Sie durch diese Kundgebung. Und ein Gruß auch an die Videoherrschaften von der Polizei. Wir kommen alle im Film. Wir kommen in den Film. Vielleicht können Sie das bei der dämlichen Serie Soko Stuttgart verwenden. Oder Sie nehmen eine Schwarzblende. Gibt es auch. Ich erlaube mir ein paar Worte vorneweg und zitiere aus Heinrich Steinfests lustiger, spöttischer, intelligenter Nacherzählung der Nibelungensaga. Heinrich Steinfest, Österreicher, wohnhaft in Stuttgart, hatte schon viele lustige, spöttische und intelligente Anmerkungen zu Stuttgart 21 geliefert. Sie erinnern sich vielleicht. Also, die Nibelungensaga. Da bewertet Steinfest den trickreichen Kampf. Also, ich möchte, dass Sie zuhören. Da in der Mitte auch. Ja? Also, die Nibelungensaga. Da bewertet Steinfest den trickreichen Kampf des Burgundenkönigs Gunther gegen die isländische Brünhild. Sie wird besiegt mit Hilfe des Recken Siegfried, der unsichtbar unter einer Tarnkappe dem Gunther die schweren Waffen schmeißt. Und Brünhild weiß nicht, wie er geschieht. Sie wittert Betrug. Und jetzt der Kommentar von Steinfest. Nichts hat die Welt und die Gesellschaft von Anbeginn so geprägt wie der Betrug. Die gute Sitte ist eine Phrase, ein Ornament, eine edle Haltung, eine galante Verbeugung. Man redet von der unabhängigen Justiz und von einer unabhängigen Presse. Aber es ist der Betrug, der die Realität prägt, auch wenn er, der Betrug, sehr oft im Schutz einer Tarnkappe daherkommt. Siehe Siegfried oder einer schauspielerischen Leistung, siehe Gunther. Zitat Ende. Und schon sind wir beim Thema.
Die neue Variante von Tarnkappe in der Angelegenheit Stuttgart 21 heißt Transparenz. Der neue Projektsprecher Georg Brünnhuber, ehemals CDU-Bundestagsabgeordneter und im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, sagt es gleich dreimal in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung vom 28. Februar. Transparenz, Transparenz, Transparenz. Das wäre ja ein Eingeständnis. Haben die bisher mit gezinkten Karten gespielt? Nein. Man könnte auch feststellen, alter Hut, Tarnkappe, löcherig. Früher hieß es Kommunikation oder Dialog oder gar Schlichtung. Schließlich die Demokratie als Tarnkappe mit jener unsäglichen Volksabstimmung. Nicht wahr? Viele Tarnkappen, vermutlich im Dutzend, erstanden bei Primark. Eine besondere Tarnkappe ist die Religion. Mit dem Versprechen auf ein besseres Leben im Irgendwo. Aber die vielen Millionen Menschen auf der ganzen Welt suchen in der Religion die Hoffnung auf ein rechtschaffenes Leben und Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Im Juni findet hier ein großes Ereignis statt, der Evangelische Kirchentag, und dazu ein paar Worte von Martin Pogundke. Bitte. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter gegen Stuttgart 21, mein Name ist Martin Pogundke. Ich spreche heute für die Theologinnen und Theologen gegen S21 und für das Aktionsbündnis K21. Ich will auf dem Kirchentag aufmerksam machen, der unter dem Motto steht, damit wir klug werden. Viele wissen es schon. Er findet am Ende der Pfingstferien vom Mittwoch 3. bis Sonntag 7. Juni hier in Stuttgart statt. Der Kirchentag wird eine Riesenveranstaltung. Man erwartet an die 100.000 Besucherinnen aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Ein Großteil der Veranstaltungen wird auf dem Cannstatter Wasen stattfinden. Und auf allen Plätzen und in fast allen Räumen der Innenstadt, die irgendwie groß genug für Veranstaltungen sind. Kirchen, Gemeindehäuser, öffentliche Gebäude. Wir Theologinnen haben uns überlegt, wie wir die vielen Teilnehmenden auch über Stuttgart 21 und über unsere Bürgerbewegung klüger werden lassen können. Und wie wir dafür unsere Kräfte und die Kräfte der Anti-S21-Bewegung möglichst effizient einsetzen können. Wir haben deshalb beschlossen, gewissermaßen als außerparlamentarische Opposition mit eigenen Aktivitäten während des Kirchentags aufzutreten und haben dafür schon viel geplant. Am Kirchentag Samstag eine Kundgebung, 3 extra Parkgebete, eine möglichst flächendeckende Flugblattaktion, für die wir dann noch viele Helferinnen und Helfer brauchen und einiges mehr. Heute möchte ich auf eine dieser Aktionen besonders aufmerksam machen. Wir werden im Forum 3 in der Gymnasiumstraße unter dem Arbeitstitel Die Protestbewegung gegen S21 stellt sich vor, eine Ausstellung einrichten. Sie wird während des ganzen Kirchentags geöffnet sein. Und dafür wünschen wir uns, dass möglichst viele Gruppen und Initiativen aus unserer Bewegung sich mit eigenen kleinen Beiträgen beteiligen. Das sollen unter anderem auf Landkarten und auf einem Organigramm möglichst alle Gruppen, Grüppchen und Initiativen sichtbar werden, die diesen ganzen wunderbaren S21-Widerstand darstellen. Wir bitten deshalb alle Gruppen, Kreise, Initiativen, schreiben Sie uns einige wenige Zeilen, 700 Zeichen, wer Sie sind und was Sie machen. Schicken Sie Ihr Logo und Ihren Text an unsere extra dafür eingerichtete Mailadresse Ausstellung k21@web.de.
ausstellung.k21@web.de. Und sagen Sie es weiter an alle, die heute es nicht mitbekommen. Von jeder noch so kleinen Gruppe möchten wir gerne eine kleine Selbstdarstellung haben. Wichtig ist der Termin. Am 10. April, eine Woche nach Ostern, müssen alle Beiträge für die Ausstellung abgegeben sein, damit die Macher der Ausstellung mit der konkreten Ausgestaltung beginnen können. Wenn Sie sich jetzt die Mailadresse nicht haben merken können, auf der Internetseite S21 Christen sagen Nein finden Sie unter Kirchentag 21 diese Adresse. Vielleicht haben Sie auch eine eigene Idee, wie wir unsere S21-Bewegung den vielen Gästen wirkungsvoll vor Augen führen können. Dann suchen Sie sich Leute, mit denen Sie diese Idee umsetzen können. Unser Motto ist, gemacht wird, wofür sich Leute finden, die das machen. Eine Bemerkung noch am Rande. Es werden übrigens noch viele Gästebetten gesucht. Gräbele heißt der schöne Spruch da, wem es gefällt. Also Gästebetten werden gesucht. Sagen Sie es weiter. Vielleicht können Sie sogar selbst eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten. So können auswärtige Gäste hautnah bei Ihnen zu Hause vom S21-Widerstand erfahren. Einfach auf der Kirchentags-Homepage melden. Also, haben Sie schon jetzt besten Dank für alle Ihre kreative Mitarbeit. Ich bin sicher, so werden wir auch beim Kirchentag für alle sichtbar oben bleiben. Vielen Dank. Jetzt spielt noch mal Capella Rebella.
der Zeitung vom letzten Montag wird die Einigung der Projektpartner zur Flughafenanbindung gelobt. Wo ich dann ausgewogen wie meistens, wird auf Probleme des ganzen Unternehmens S21 verwiesen. Ja, Zitat. Und davon gibt es viele Probleme. Vor allem drängende Fragen zum Brandschutz sind ungeklärt. Sowohl beim Tiefbahnhof im Kessel als auch auf den Filtern. Nur zur Erinnerung, am neuen Berliner Flughafen startet genau deswegen keine einzige Maschine. Zitat Ende. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an den ausgezeichneten Beitrag von Steffen Siegel, auch vom letzten Montag unter dem markanten Titel Drittes Gleis wieder Scheiß. Unbedingt nachlesen, besorgen Sie sich den Text und geben Sie ihn weiter. Der steht nicht in der Stuttgarter Zeitung. Ja. Brandschutz, das hat uns auch zum Motto der heutigen Montagskundgebung veranlasst. Tunnelbahnhof, rette sich wer kann. Sie können nachher hinter dem Transparent her durch die Stadt marschieren. Das Problem Brandschutz ohne Tarnkappe zu betrachten, hilft uns jetzt Hans Heidemann von den Ingenieuren 22. Bitte. So, guten Abend, liebe Freunde und Mitstreiter zum Erhalt des Kopfbahnhofes. Am 16. Januar war in der Zeitung zu lesen, das neue Brandschutzkonzept für S21 läge jetzt vor. Auch Feuerwehr und Regierungspräsidium hätten zugestimmt. Das Eisenbahnbundesamt werde demnächst die Genehmigung erteilen. Daraufhin hatten wir beim Eisenbahnbundesamt Akteneinsicht nach UIG gefordert. Nach einigem Hin und Her wurde diese auch gewährt. Allerdings begrenzt auf 2 Stunden. Das hat uns aber dennoch gereicht, eine Fülle von Ungereimtheiten aufzudecken. Einiges davon will ich hier wiedergeben. Das neue Brandschutzkonzept für S21 ist das alte. Alter Wein in neuen Schläuchen. Die Bahn behauptet, S21 sei sicher und trickst dabei mit allen Mitteln. Im Brandfall müssen nach EBA-Formel 16.124 Personen den Bahnhof sicher verlassen können, bevor alles verraucht. Dafür sind je Bahnsteig 2 zusätzliche Fluchttreppen vorgesehen. Die Bahn schiebt das auf neue, verschärfte Brandschutzbestimmungen. Doch waren bereits im Planfeststellungsbeschluss von 2005 diese 16.124 Personen vom EBA so festgelegt. Für die Räumung legt die Bahn eine gleichmäßige Verteilung der Personen auf alle 4 Bahnsteige zugrunde. Das aber entspricht nicht der im Stresstest vorgesehenen Doppelbelegung der Gleise im Tiefbahnhof. Dies führt zu sehr unterschiedlichen Personenzahlen auf den Bahnsteigen. Der am stärksten belegte Bahnsteig müsste dann von über 6.000 Personen geräumt werden. Dadurch verlängern sich die Räumzeiten um rund 50%. Ein gesichertes Verlassen vor Beginn der Verrauchung ist nicht möglich. Hier zeigt sich die ganze Verlogenheit des S21-Vorhabens. Entweder die Anzahl der Züge wird so begrenzt, dass die Räumzeiten eingehalten werden können, dann liegt die Leistung des Tiefbahnhofes unter 30 Zügen je Stunde. Anstatt bei 49, wie mit dem Stresstest versprochen. Oder es wird eine erhebliche Gefährdung für die Reisenden im Brand- und Katastrophenfall in Kauf genommen. Einen Tod muss S21 sterben. Entweder Brandschutz oder Leistung. Das Brandschutzkonzept wurde von BPK steht für Brandschutz, Klingsch aufgestellt. Ganz im Sinne der Bahn.
und 2013 überarbeitet. Sodann vom unabhängigen EBA-Sachverständigen Dr. Porz im Auftrage der Bahn überprüft. Wie unabhängig ist aber ein EBA-Prüfer im Dienste der Bahn? Weil er zugleich für das EBA tätig ist und im Zweifel seinen eigenen Prüfbericht bewerten müsste, kann er nicht als unabhängig gelten. Im Großen und Ganzen bescheinigt dieser Dr. Porz denn auch dem Brandschutzkonzept seine Zustimmung. Einige Punkte bemängelt er jedoch und äußert Zweifel und Kritik. Doch anstatt diese Mängel am Konzept beheben zu lassen, machte die Bahn dazu 3 Besprechungsrunden mit Vertretern von der Deutschen Bahn, dem Konzeptersteller, dem EBA, dem Architekten Ingenhofen und diesem Brandschutzgutachter. Die Feuerwehr und auch das Regierungspräsidium wurden daran aber nicht beteiligt. Stattdessen tauchten in der letzten entscheidenden Sitzung 2 bekannte Gesichter auf. Die Rechtsanwälte der Bahn, Dr. Schütz und Kirchberger. Wie viel brandschutztechnischen Sachverstand haben diese beiden Herren dort wohl eingebracht, während auf die Beteiligung der Feuerwehr verzichtet wurde? Doch es ging auch gar nicht um Brandschutz, sondern darum, die Kritikpunkte des Prüfers Dr. Porz aus seinem Prüfbericht zu tilgen, was denn unter Mitwirkung der beiden Rechtsanwälte auch vollständig gelungen ist. Die ursprünglichen Prüfbemerkungen wurden um Anmerkungen ergänzt wie nicht planfeststellungsrelevant und erst im Zuge der Ausführungsplanung nachzuweisen. Der Prüfer Dr. Porz hatte unter anderem beanstandet, dass laut dem Brandschutzgutachten die Bahnhofshalle ja kein Gebäude sei, um so die Vorschriften der Landesbauordnung zu umgehen. Als Ergebnis der Beratung und der Mitwirkung der beiden Rechtsanwälte heißt es dann, es handele sich um einen ungeregelten Sonderbau, für den das Bundesrecht in Klammern EBO anzuwenden sei. Nicht planfeststellungsrelevant, Ergänzungen im Zuge der Ausführungsplanung. Damit werden wesentliche Vorschriften zum baulichen Brandschutz umgangen. Nur zwei Beispiele. Die Treppenaufgänge und Verteilerstege werden nicht brandschutzmäßig abgetrennt. Somit verrauchen die Flucht- und Rettungswege in kürzester Zeit. Die neuen Fluchttreppenräume werden nicht feuerbeständig, sondern nur feuerhemmend verglast. Bei Hitze versagt die Verglasung. Was sind das für Fluchttreppenhäuser? Als Maßnahme für die Selbstrettung mobilitätseingeschränkter Personen sind vorgesehen die Verpflichtung aller Reisenden zur Hilfeleistung, verweist auf Paragraf 323c Strafgesetzbuch. Und dann Warteflächen unter diesen neuen Nottreppen, 2 je Bahnsteig. Weiter heißt es, die Rettung mobilitätseingeschränkter Personen ist prinzipiell möglich. Das Ganze ist nicht planfeststellungsrelevant, Details im Zuge der Ausführungsplanung zu klären. Ist das der versprochene barrierefreie Bahnhof? Die Simulation der Verrauchung geht von gesundheitsschädigenden Voraussetzungen aus wie Zulassen einer zu hohen Rauchdichte bei viel zu geringer Sichtweite, 10 Meter, und zu hohen Giftgasanteilen aus. Dies hatte schon 2012 der Gutachter Gruner in Basel beanstandet, der an die DB schrieb, es gäbe kein genehmigungs- und funktionsfähiges Rettungskonzept.
Nach spätestens 24 Minuten wäre die gesamte Bahnhofshalle Stege A, B und C verraucht. Es würde toleriert, dass flüchtende Personen kontaminierte Luft atmen. Dieses Schreiben der Grune AG ist ein einziger Verriss des Brandschutzkonzeptes der DB. Merkwürdigerweise findet sich dieses aber nicht in der Verfahrensakte des EBA, die wir eingesehen haben. Gruner war offensichtlich nicht mehr an der weiteren Bearbeitung des Brandschutzkonzeptes beteiligt. Kritiker kann die Bahn nicht gebrauchen. Ungeklärt ist die Zuluftführung in die Tiefbahnhofhalle zum Abdrängen des Rauches. Im Prüfbericht des Dr. Potts heißt es als Ergebnis der Beratung mit Kirchberg und Dr. Schütz, über die Tunnelplanung ist die Zuluftzuführung für die Entrauchung sicherzustellen. Das ist aber nicht im Rahmen des vorliegenden Brandschutzkonzeptes zu klären, sondern beim Sicherheitskonzept der Tunnel. Und das liegt nach wie vor nicht vor. Das Ganze sei auch nicht planfeststellungsrelevant. Über die Tunnellüftung gibt es nach wie vor keinerlei Unterlagen. An allen Tunneln wird aber schon gebaut. Vor 2 Jahren schon hatte Branddirektor Knödler den Nachweis der Rauchfreihaltung der Notausstiege auf dem Straßburger Platz gefordert. BPK Klinsch hat dazu eine 4,5-seitige Untersuchung vorgelegt mit völlig falschem Ansatz und völlig falschem Ergebnis. Die Bahn erklärt das jedoch zum rechnerischen Nachweis einer weitestgehenden auszuschließenden Rauchgefährdung aufgrund seitenwindbedingter Rauchstrahlauflösung. Als Nachweis ist das untauglich. Ein solcher Nachweis ist gar nicht möglich. Die Rauchfreihaltung der Notausstiege ist gar nicht gewährleistbar. Der Tiefbahnhof darf nicht gebaut werden. Und zum Schluss noch. Wie Klinsch der Feuerwehr das Wort im Munde umdreht, zeigt der Vermerk über ein Gespräch mit der Feuerwehr. Gefragt, wie lange es denn dauert vom Alarmeingang bis zum Beginn des Löschangriffes, hieß es 10 Minuten Anfahrt und 10 Minuten Erkunden und 10 Minuten Löschangriff vorbereiten. Zusammen 30 Minuten. Das sei zu lange, ob es nicht schneller gehe. Naja, wenn alles gut läuft, haben die Feuerwehrleute gesagt, dann könne man das auch mit 80% der Zeit machen. Also 8 + 8 + 8 gleich 24 Minuten. Was aber macht dieser Professor Dr. Klinsch da draus? Eine wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtung mit 0,8 mal 0,8 mal 0,8 gleich 0,512. Folglich 0,512 mal 30 Minuten gleich 15 Minuten bis zum Löschangriff. Der unabhängige Prüfer Dr. Potts nennt das in seinem Prüfbericht lediglich unlogisch. Ihr seht, der Brandschutz ist unvollständig, untauglich und durchgefallen. Der Brandschutz ist eines der wichtigsten K.O.-Kriterien von S21. Da müssen wir dranbleiben. Oben bleiben. Die Aussicht an auf Konzerte im Tunnel. Ja. Ja. Wir sind fast am Ende der Kundgebung. Ein paar Hinweise, diese ganze Tarnkappengeschichte, und wir können einiges davon erzählen aus der Geschichte des Protestes gegen Stuttgart 21. Die Geschichte jener Nibelungenrecken endet in einer Katastrophe. Das wünschen wir S21 nicht unbedingt, nur dass dieser Irrsinn gestoppt wird.
Um aus dem Nebel so vieler Tarnkappen und Halbwahrheiten heraustreten zu können, müssten wir einiges unternehmen. Deshalb erinnere ich an ein paar Worte aus der Rede von Volker Lösch auf der 250. Montagskundgebung am 8.12.2014. Er fragt, wir als Bürgerbewegung wirken nur noch nach innen? Verteilen wir bei Kundgebungen und Demonstrationen Flugblätter an Passanten, auf denen in kurzen Stichworten die Gründe aufgezählt werden, die gegen das Projekt sprechen? Und so weiter. Zitat Ende. Also, man verfertige ein solches Flugblatt. Vielleicht habt ihr Ideen dafür, gebt es beim Demo-Team ab. Thank you.